Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute begeistere ich euch nochmal mit einem neuen Projekt. Und zwar, wir legen sofort los. Also, die Breite haben wir auch hier 1008 und die Höhe 560. Und dann klicken wir einfach auf OK. Und sofort haben wir schon. Aber unsere Hintergrundfarbe möchte ich nochmal einfach ändern, indem ich also ich möchte in schwarze Farbe haben. Und dann können wir einfach loslegen. Also, mit dem Werkzeug können wir einfach unsere Text schreiben. Dann wird es sofort geschrieben. Also, und zwar, wir markieren erstmal die genau, wie wir einfach, ja, der Text kommt gleich. Also, wir schreiben zum Beispiel, was für einen Text können wir zum Beispiel schreiben? Also, wir schreiben zum Beispiel Yes drauf. Und hier, wir können noch nicht lesen, weil unsere Schriftfarbe einfach ja, weiß ist. Aber wir können einfach alles ändern, wie wir einfach wollen. Wir können zum Beispiel eine Farbe in Rot haben und von daher ganz, ganz einfach. Und wir können auch unsere Schriftgröße einfach hier ändern, wie wir einfach wollen. Und mit dem Werkzeug können wir einfach genau zentrieren und positionieren, wie wir einfach unser Projekt haben wollen. Also wichtig dabei ist, dass diese Ebene immer aktiviert ist. Und mit dem Werkzeug können wir einfach das Projekt nochmal skalieren, richtig skalieren, wie wir haben wollen. Und von daher geht es ganz, ganz einfach. Und wenn Sie fertig damit sind, wenn wir fertig damit sind, dann geht es einfach weiter. Und ich zeige euch gleich, wie es einfach geht. Also hier, bis da geht es noch. Also hier oben, ja. Und wir sind schon fertig mit dem Markieren, also mit der Skalierung. Und jetzt geht es einfach sofort. Wir gehen auf unsere Textebene. Und dann mit der rechten Taste drücken wir und gehen wir einfach auf Auswahl aus Alpha Kanal. Und Sie sehen schon, unser Text wird schon markiert. Und wir können einfach unseren Text jetzt ausblenden. Und den Text auszublenden, brauchen wir einfach unsere Schriftgröße. Das war 4, 6, 3. Wir nehmen die beiden ersten Zahlen, also 46 nehmen wir. Also wir blenden unseren Text hier aus und nehmen wir einfach, Entschuldigung, 46. Und dann klicken wir auf OK und der Text wird schon ausgeblendet und dann können wir auf unsere Ebene gehen und das Auge einfach ausmachen und Sie sehen schon und damit können wir eine neue Ebene hinzufügen und wichtig ist, dass es transparent bleibt, dann klicken wir einfach auf OK und wir können einfach das Projekt mit einer Farbe so schon fühlen, also die Farbe. Wir füllen einfach mit der weißen Farbe und mit diesem Werkzeug füllen wir und Sie sehen, es ist schon gefüllt. Und mit dem Werkzeug können wir nochmal ja, machen, damit alle Farben einfach drin enthalten sind und von daher ganz, ganz einfach. Und jetzt können wir einfach das Projekt invertieren. Wenn wir fertig mit der Invertierung sind, dann können wir nochmal richtig füllen, damit es genau ganz weiß bleibt. Und wir sind auch fertig jetzt mit der Füllung und jetzt können wir ein Duplikat einfach hinzufügen, indem wir einfach da drücken und das Auge unserer ersten Ebene schalten wir einfach so aus und auf unsere Textebene können wir nochmal einfach gehen und sagen Alpha aus Alpha, Auswahl aus Alpha Kanal und dann können wir nochmal ausblenden, das Bild bleibt einfach unverändert und wir können einfach unsere obere Ebene aktivieren und mit der Steuerung-Taste drücken wir einfach auf das Projekt, wie Sie auch sehen, und sofort sehen Sie schon, wie das Projekt ist. Und wir können schon nichts drücken. Und jetzt das Projekt ist fast zu Ende, aber wir machen einfach weiter, weil wir wollen einfach das Projekt weiter bearbeiten und wir fügen hinzu eine neue Ebene. Und es ist immer wichtig, dass es transparent bleibt. Unsere erste Ebene aktivieren wir und jetzt gehen wir einfach auf Filter, Ränder und dann Natur und Flammen. Und wir können einfach unsere Wert hier, unsere Helligkeit können wir einfach auf 5 setzen. Und wir können einfach auch jetzt Entschuldigung, bearbeiten, indem wir einfach sagen, okay, wir wollen einen Bogen haben. Und von daher suchen wir einfach hier, wo wir einfach gebogen sind. Und dann können wir einfach nehmen. Zum Beispiel diese können wir auch nehmen. Und von daher, ja, drücken wir auf OK. Und mit unserer Kamera können wir einfach ein bisschen vergrößern, wie Sie auch hier sehen. Wir können ein bisschen da vergrößern und Sie sehen schon. Also, und dann drücken wir jetzt auf OK.
Und es wird einfach bearbeitet. Und wir gehen jetzt wieder auf unsere Filter und sagen jetzt, geh auf unsere Kanten. Und dann drücken wir einfach ups, Kanten und jetzt Säubern. Und mit der Säubern haben wir einfach nicht mehr so viel dazu ja, zu bewegen. Dann drücken wir einfach OK. Und so wird einfach das Projekt jetzt. Und mit der Farbe können wir einfach invertieren. Also Farbe und dann gucken wir, wo invertieren ist. Dann haben wir die Farbe invertiert, wie Sie einfach auch sehen. Und jetzt können wir einfach unsere diese Ebene einfach markieren. Und dann sagen wir Auswahl aus Alpha-Kanal und es wird einfach markiert, wie Sie einfach sehen. Und jetzt holen wir einfach ein Werkzeug hier, mit dem wir einfach weiterarbeiten können. Das ist einfach Klonen. Und mit dieser Pinsel können wir einfach weiterarbeiten. Wir suchen unsere Pinselgröße und nehmen einfach das hier, die hier und die Größe setzen wir einfach so. Entschuldigung. Ja. Und auf unserer Ebene aktivieren wir die erste Ebene und mit unserer Steuerung-Taste markieren wir einfach die Stelle, wo wir einfach anfangen wollen. Und ja, zum Beispiel hier wollen wir anfangen und von daher, ja, weiß schon, ja, gehen, dass wir da anfangen wollen. Und jetzt können wir, ja, können wir auch das Auge hier zumachen und unsere zweite Ebene einfach hier aktivieren. Und mit unserer Pinsel drücken wir einfach drauf, also auf das Projekt, wie Sie einfach auch sehen. Und es wird einfach, es ändert sich ein bisschen, Sie merken schon. Und von daher können Sie einfach so überall einfach drücken und bearbeiten. Und es dauert ein bisschen, bis Sie fertig sind. Und wenn Sie fertig sind, dann können wir, wenn wir fertig sind, dann können wir nochmal ein bisschen. Ja, also Sie sehen schon, was wir gemacht haben und von daher ganz, ganz einfach. Und jetzt können wir einfach eine neue Ebene nochmal hinzufügen, indem wir einfach hier drauf drücken. Und es ist wichtig, dass es einfach transparent bleibt. Und jetzt holen wir unsere freie Auswahl einfach hier und damit können wir einige tolle Sachen nochmal ein bisschen hier markieren. Also hier markieren zum Beispiel diese Stelle hier. Und von daher füllen wir einfach mit einer weißen Farbe. Die weiße Farbe ist schon da, dann füllen wir einfach mit der weißen Farbe. Und von daher, ja, und dann können wir einfach auf ja, Auswahl gehen und dann nichts. Also Sie sehen schon, man kann dann sehr tolle Effekte einfach so erzeugen. Und wenn es euch nicht so passt, dann könnt ihr immer zurückgehen und sagen, hey, wir wollen das nicht mehr. Also, und dann können Sie einfach zurückmachen. Und mit dem Hintergrund können wir auch bearbeiten und von daher sollten wir einfach unseren Hintergrund markieren und dann gucken wir eine Farbe, Entschuldigung, gucken wir eine Farbe, die uns am besten so passt. Wir geben zum Beispiel die Farbe 5ED. Und F einfach hier rein und dann die Farbe wird gesucht, wie Sie auch sehen. Und dann drücken wir einfach auf OK. Und jetzt können wir erstmal eine neue Ebene nochmal hinzufügen und es wird immer transparent. Und diese Ebene wird einfach ganz oben verschoben. Also die Ebene verschieben wir einfach ganz oben. Und jetzt können wir einfach, ja, die obere Ebene aktivieren. Wenn es aktiviert ist, dann holen wir einfach, also wir hatten an etwas hier verpasst. Wir müssten erstmal, also unsere Farbe war blau und jetzt sehen Sie schon, es wird einfach in diese Farbe. Und so können Sie einfach weiterarbeiten, indem Sie zum Beispiel Rauschen hinzufügen. Also wir gehen zum Beispiel Rauschen und diese Rauschen können wir zum Beispiel ein bisschen noch mehr machen. Und Sie sehen schon, wir können schon viele tolle Effekte da. Diesen Weg setzen wir einfach ganz hinten so. Und ja, Sie sehen schon, was wir damit machen. Also ganz, ganz einfach. Und dann drücken wir auf OK und der Hintergrund wird einfach ganz anders. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.